Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zum heutigen SSO-Video. Wir machen heute was ganz Spezielles, denn ich dachte mir, die KI ist ja mittlerweile schon irgendwie bei uns angekommen und wir werden die auch mal ein bisschen für Videos nutzen, aber wie? Ich dachte mir, ich frage die KI einfach mal nach Star Stable Challenges und schau mal, was rauskommt und was die KI uns für Aufgaben stellt. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum, sondern gehen direkt in die KI rein und fragen, was wir heute machen sollen. So Leute, und hier sind wir auch schon wieder. Ich muss sagen, die Challenges sind so mäßig kreativ. Ich habe mir irgendwie mehr erwartet, aber wir werden die Challenges mal anfangen und versuchen gleich mal die erste. Die erste Challenge, die uns die AI gestellt hat, ist die keine Leertaste-Challenge. Versuchen Sie, das Spiel zu spielen, ohne die Leertaste zu drücken, um Ihr Pferd springen zu lassen. Okay, das dürfte easy sein. Wir gehen zum nächsten Rennen und probieren das mal aus. So Leute, wir sind hier im Rennen und ich muss echt mich konzentrieren, dass ich nicht die Leertaste drücke, weil das könnte etwas schwierig werden. Wir starten einfach mal mit unserem Level 2er Pferd, Dragonheart. Ich habe dazu mal ein Kaufvideo gemacht und seitdem war ich nicht mehr auf diesem Account drauf. Oh mein Gott, das ist ein bisschen peinlich. Momentan muss ich sagen, ist es noch relativ easy, ihr Lieben. Und ich würde sagen, ich verschnelle euch den ganzen Prozess, weil ich glaube, sonst ist es ziemlich langweilig, hier zuzuschauen. Ich würde sagen, die Challenge dürfte relativ leicht werden, aber naja. Oh Gott, okay, vielleicht doch nicht. Kann ich hier durch? Hier außen rum oder so? Kann ich hier durch die Wurzel rein? Okay, ich verschnelle euch das Ganze aus, es passiert was Spannendes. Und ich würde sagen, ganz viel Spaß beim Zuschauen. So Leute, wir sind da, wir haben eine neue Höchstleistung erreicht, wo wir so lange gebraucht haben. Wieso? Weil ich dieses Rennen auf dem Account noch nie gemacht habe. Pain. Ja Leute, es war doch schwieriger, als ich dachte. Richtig oft waren so Bäumenranken und Wurzeln im Weg und ich musste wirklich außen rum reiten. Das hat mich ein bisschen aggressiv gemacht. Aber egal Leute, ich kann euch das empfehlen. Das Rennen ist gar nicht so ohne. Habe ich unterschätzt? Ich dachte, es wird easy. Ich habe allerdings echt lange gebraucht, bis ich da durchkam. Ich würde aber sagen, alles in allem haben wir es bestanden und wir gehen gleich zur nächsten Challenge. Dafür brauchen wir einen Isländer. Oh mein Gott, haben wir überhaupt einen? So, wir sind im Heimatstall. Unsere zweite Challenge wäre Töll Challenge. Versuchen Sie, eine Strecke im Töll zu absolvieren. Wir schauen, ob wir einen Isländer haben. Bitte! Ich weiß es gerade nicht. Ah, hier ist auf jeden Fall ein alter Easy. Und hier ist auch ein neuer Easy. Haben wir noch einen? Gehen wir nach Rasse sortieren. Und wir haben... Wo ist der denn jetzt? Wir haben tatsächlich nur einen Isländer. Hier, der hier, Iceland. Ja gut, besser als gar nichts. Deshalb würde ich sagen, nehmen wir den einfach mal... Wo ist er jetzt hin? Ah, hier. Nehmen wir den einfach mal, packen ihn hier raus, stylen den ein. Gut. Und dann probieren wir das Ganze mal. So, kurz das Outfit gewechselt. Hier haben wir es. Ich finde es eigentlich ganz fesch. Also ist jetzt nicht mega cool, aber ich glaube, es reicht für den Moment. Und dann würde ich sagen, probieren wir jetzt einfach mal ein Rennen im Tölt. Das habe ich ewig, ewig, ewig nicht mehr gemacht. Oh mein Gott, ich glaube, wir können gar kein Tölt. Mist! Wir können kein... Wir können kein Tölt. Oder? Oh, wir können doch Tölt. Das ist sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir doch gleich dieses Rennen hier. Okay, Leute, ich bin gespannt. Wir gehen in den Tölt. Hä? Das hat nicht funktioniert. Okay, das ist aber gar kein Tölt. Wartet. Ah, jetzt. Ich dachte schon, ich bin irgendwie zu doof dafür. Oh mein Gott, das dauert wirklich sehr, sehr lange. Ich feiere diesen Isländer extrem. Wieso ist der so schön? Ich habe es überhaupt nicht mehr in Erinnerung, dass der so hübsch ist. Aber es ist eine 10 von 10. Ich würde sagen, auch hier verschnelle ich euch das Ganze. Mal schauen, ob ich hinbekomme. Es könnte ein Problem mit der Zeit geben, weil... Oh mein Gott, ich komme schon jetzt einfach nicht weit. Wie langsam kann man sein? Mal schauen, wie weit wir es schaffen. I
Tja, Leute, das hat nicht sehr gut funktioniert. Ich glaube, wir haben diese Challenge verloren, müssen wir uns ganz ehrlich eingestehen. Wir sind nämlich viel zu langsam und ich würde sagen, wir probieren vielleicht noch ein anderes Rennen, weil das war uns einfach viel zu schwer. Vielleicht gehen wir mal zu Marleys Farm, da haben wir deutlich leichtere Strecken, vielleicht kriegen wir es ja dahin. So, wir suchen uns jetzt das Barrelrennen raus, weil das ist, glaube ich, sehr gut machbar. Wir versuchen es einfach mal. Ab in Tölt. So, da ist es auch im Tölt. Sieht schon ein bisschen belastet aus, so die Hinterbeine, aber egal. Ich glaube, das sollten wir schaffen und ich verschnelle euch das Ganze natürlich wie immer ein kleines bisschen, damit ihr sehen könnt, ob ich das schaffe. Ja, Leute, und hier sind wir jetzt auch schon im Ziel. Ich muss sagen, es hat sehr gut funktioniert. Also das Rennen haben wir geschafft. Ich weiß, es war vielleicht ein leichtes Rennen, aber ich denke, die Challenge haben wir beim zweiten Versuch auch erfüllt. Und jetzt kommt, glaube ich, die schwierigste für heute. Oh Gott, okay. Und zwar drittens, alle Pferde in eine Box-Challenge. Versuchen Sie, alle Ihre Pferde in einer Box zu platzieren, ohne zu schummeln. Machen Sie einen Screenshot, wenn Sie fertig sind. Will ich das machen? Nein. Werde ich es trotzdem versuchen? Ja. Die letzten zwei Challenges, muss ich schon sagen, Moorland-Championat und Feargriff-Championat sind so unfassbar langweilig, dass ich sie nicht machen möchte, weil ich werde sie sowieso nicht gewinnen. Ich habe hier nicht mal ein ausgelabeltes Pferd auf dem Account und die sind alle, ja, schlecht drauf und haben den schlechtesten Smiley, den es gibt. Okay, Leute, hier sind wir im Heimatstall und ich würde sagen, wir versuchen diese Challenge jetzt mal. Ich glaube, es könnte ganz schön anstrengend werden. Ich zeige euch mal, wie viele Pferde ich hier auf dem Account habe. Ich habe hier diese ganzen Pferde und dann noch... Oh mein Gott, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, es ist gar nicht... Ich kann nur diese ganzen in eine Box stellen, oder? Oh mein Gott, mein Stall ist nicht groß genug dafür. Egal, ich würde sagen, wir versuchen jetzt erstmal alle von denen in eine Box zu stellen. Let's go, Leute, wir tryen, das ist einfach. So, los geht's. Natürlich verschneller ich das für euch, weil sonst wird es ein bisschen langweilig. Ich würde sagen, wir packen alle in diese Box hier und let's go. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, oh mein Gott, Leute, es ist das letzte Pferd. Ihr glaubt gar nicht, wie lange es gedauert hat. Oh mein Gott. Ich hatte zwischendurch Probleme, weil ich in den Pferden stecken geblieben bin. Und dann kam ich nicht mehr aus dem Ausgang raus und alles. Aber hier haben wir unser Häufchen voller Pferde. Ihr könnt einmal schauen, die Boxen sind alle leer. Ich kann natürlich jetzt keine neuen holen. Offensichtlich gehen da keine mehr rein. Aber wir haben alle Pferde rein transportiert in die Box und ich sage euch was, es hat echt keinen Spaß gemacht. Das war keine lustige Challenge, aber ich wollte sie unbedingt ausführen, weil Ego und so weiter. Und hier haben wir unser Häufchen voller Pferde. Ich glaube, die Challenge haben wir so, wie sie ging, bestanden, oder? Schreibt sie in die Kommentare. Sieht schon crazy aus. Einmal kurz Bild machen von diesem Häufchen und weiter geht's. Ich finde actually meinen Sattel dazu nicht mehr, also ohne Spaß. Ich habe jetzt gerade schon ein paar Pferde rumgestellt, wie ihr hier seht. Und ich habe keinen mehr gefunden, Leute. Peinlich, egal, dann gibt es halt den schwarzen Sattel, den Stylebreaker, mein Outfit ist eher so eine 3 von 10 aktuell. Ja Leute, und ich würde sagen, das war tatsächlich auch schon die KI-Challenge, wie auch immer ihr es nennen wollt.
Es ist mittlerweile 0.29 Uhr, so meine ganz normale Upload-Zeit eben. Und ich würde sagen, schreibt gerne in die Kommentare, ob ich öfter mal was mit der KI machen soll. Ich habe da schon ein paar coole Ideen, aber ich dachte, ich frage erstmal, was ihr so davon haltet, von solchen Videos in diese Richtung, weil ich glaube, die KI hat da schon ein paar lustige Sachen auf Lager. Es gibt tatsächlich auch ein paar Lügen, die die KI über SSO erzählt hat. Zum Beispiel kann man laut der KI in SSO Südhof kaufen. Lass ich einfach mal so stehen. Stimmt natürlich nicht, aber es gibt richtig random Sachen. Und ich würde sagen, dazu kann man eigentlich noch richtig viele Videos machen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr sowas sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich erstmal einen wunderbaren Tag. Macht die Challenges gerne nach und markiert mich. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.